geht es darum, wenn man eine Orgel also neu hat und die schnell erkunden muss, wie man das am besten macht. Ich finde es auch erstmal wichtig, dass man merkt, was für eine Akustik hat man in der jeweiligen Kirche. Ist es eine starke Akustik mit großem Nachhall? So, ich finde, der perfekte Nachhall ist vielleicht so zwischen 3 und 6 Sekunden, sagen wir mal 4, 5 Sekunden. Das finde ich ist sehr, sehr schön. Alles andere ist so samtig trocken. Starker Nachhall ist alles ab 5, 6 Sekunden. Es gibt Kirchen, die eben 7 oder 8 Sekunden Nachhall in einem leeren Raum. Natürlich, wenn Leute da sind, wenn Publikum da ist, dann relativiert sich das wieder ein bisschen. So, also Akustik, dann den Prospekt, das Gehäuse, das sagt schon sehr viel über eine Orgel aus. Oft kann man da schon ungefähr erraten, welche Epoche, welches Baujahr und welcher Orgelbauer.